Hallo? Sind wir auf Sendung? Hallo? Ist das mit den Live-Schaltungen? Die Tücken der Technik spielen einem dann doch manchmal so ihren Streich. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier aus dem Studio zur virtuellen CrossArt-Ausstellung. Wir freuen uns, euch ein ganz neues Format vorstellen zu können. Eine virtuelle Ausstellung, eine interaktive Ausstellung, wo sowohl Künstler, Zuschauer als auch Gastgeber miteinander kommunizieren können. Ja, und von diesen virtuellen Ausstellungen wird es dieses Jahr gleich mehrere geben, da das Interesse sowohl von Künstlern als auch von Besuchern momentan sehr hoch ist. Aber bevor wir näher darauf eingehen, möchten wir euch erstmal den CrossArt-Film zeigen und der folgt Viel jetzt. Spaß! Mit CrossArt hat Peter Mück eine Kommunikationsplattform für bildende Künstler geschaffen, die einem größeren Kreis die Möglichkeit bietet, sich für diverse Aktionen zu vernetzen. Peter, wie ist die ganze Sache entstanden? CrossArt ist 2009 entstanden, eigentlich aus der Not heraus. Wir hatten damals eine Ausstellung mit einer Gruppe hier aus Köln in Paderborn geplant und hatten diese Ausstellung mühevoll mit hin und her geschickten SMS, E-Mails und Bilder hin und her geschickt, hatten wir dann organisiert. Und da habe ich mir damals schon gedacht, da muss es doch einen einfacheren Weg geben. Und das war so die Zeit 2009, da waren gerade so die sozialen Netzwerke waren gerade im Kommen. Und da habe ich gedacht, so ein soziales Netzwerk muss es auch für Künstler geben, also rein nur für Künstler. Und so ist das Webportal heute das Herz von CrossArt, das Peter Mück von seinem Atelier in Köln aus steuert. Und da Peter selbst Künstler ist, weiß er auch, wonach das Künstlerherz hungert. Peter, wofür ist CrossArt nun im Einzelnen da? CrossArt steht vor allen Dingen für Ausstellungsvermittlung. Das ist das Erste. Wir machen aber nicht nur reine Ausstellungen, wir machen auch Projekte, soziale Projekte, Kunstüberfälle, Aktionen, wir haben einen Skulpturengarten, wir haben politische Projekte, wir haben soziale Projekte. Hallo und willkommen zurück zu einer Premiere im doppelten Sinne, denn du hast dir ja für dieses Jahr ein ganz neues Konzept ausgedacht. Ja, ein virtuelles Format. Nicht so wie die virtuellen Formate, die man vielleicht von einigen Kollegen kennt. Denn was mich immer gestört hat, war, dass man nicht aktiv an Ausstellungen teilnehmen konnte. Und hier wird dem Zuschauer, dem Künstler und dem Betrachter wird diese Passivität genommen. Ja, ich habe mir die Show natürlich schon angesehen und es ist sehr spannend, aber auch am Anfang für den Zuschauer ein bisschen herausfordernd. Ich kam mir fast vor wie in einem Videospiel. Ja, genau diese Herausforderung wollte ich auch. Ich wollte, dass der Zuschauer sich wie in einem Videospiel da die verschiedenen Möglichkeiten erarbeitet, sich durch den Raum navigiert und sich dabei die Kunst und die visuellen Effekte anschauen kann. Gibt es diesen visuellen Raum eigentlich tatsächlich oder? Nee, das ist eben das Spannende. Wir haben in Köln eine bestehende Galerie, die Galerie Sment, abgefilmt. In dem Fall nochmal vielen Dank an Horst Götze, der mich dabei technisch sehr supportet hat. Und das heißt, wir haben die leere Galerie abgefilmt und haben den Rest dann virtuell auf die Beine gestellt. Ja, aber kommen wir nun zum eigentlich Wichtigen, denn gerade in diesen Corona-Zeiten sind den Künstlern ja sehr viele Ausstellungsmöglichkeiten weggebrochen. Kann diese virtuelle Ausstellung tatsächlich ein Ersatz für die Ausstellung sein? Sicherlich nicht, denn so eine virtuelle Abbildung kann natürlich niemals das Original ersetzen. Da fehlt die gesamte Haptik und man kann nicht so richtig nah ran und die Oberflächenstruktur mitbekommen. Aber es kann ein guter Ersatz sein. Und was vor allen Dingen jetzt virtuell im ersten Moment auch zu fehlen scheint, das ist die soziale Komponente. Man hat zwar eine Vernissage, kann aber dann trotzdem nicht richtig mit den Leuten interagieren. Aber bei uns kann man das eben doch. Ja, da hast du dir nämlich auch etwas Besonderes einfallen lassen. Und zwar kann ein interaktiver Dialog stattfinden
Und zwar um 19.30 Uhr können sich die Besucher mittels Zoom zuschalten und mit Künstlern und Besuchern können interaktiv mit einem Gläschen Sekt sich zuprosten. Ja, aber wer sind denn jetzt eigentlich nun diese Künstler? Wir haben die Künstler gebeten, sich doch in einem kurzen Video mal eben vorzustellen. Ein kleiner Hinweis noch, wenn jetzt die Videos folgen, dreht bitte den Ton an eurem Gerät etwas lauter, denn es ist manchmal sehr schlecht zu verstehen. Bis nachher. Ja, ich glaube so 30, 35 Jahre ist das schon her. Ich hatte immer einen stressigen Job, Leiter einer Werbeagentur, und ich brauchte unbedingt was, was mich runterbrachte von dieser Maloche. Und ich wohnte mit meinen Kindern, wohnte ich in Etzweiler am Hambacher Forstwerk, ein schönes Haus. Und dann fing ich dann plötzlich an zu malen. Ich holte mir eine Leinwand und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich hatte auch keine Erfahrung. Und so hat das begonnen. Ne? Und dann plötzlich kam ich auch irgendwann auf Themen. Ich habe meine Kinder gemalt in besonderen Situationen. Einer meiner Hauptthemen war erst ganz zu Anfang eben halt meine Vergangenheit, Köln. Ich komme vom Eigelstein und das war eine ganz urige Gegend von Köln. Ne? Das heißt, da wohnte das Kölner Prekariat auch, ne? Die einfachen Leute. Und das habe ich auch mit der Malerei auch bearbeitet. Ne? Ich habe zum Beispiel Strandsituationen gemalt, Urlaubssituationen. Das war meine Strandserie mit großformatigen Bildern. Ich habe sehr viel Trash-Art gemacht auch. Da in der Ecke steht eine Puppe mit allem Möglichen. Und alles, was da rumlag, vieles habe ich einfach benutzt. Ne? Die Galerie Aristokrass, da war ich nicht zum Lernen, da war ich eben halt zum Ausstellen. Bei Crossart bin ich heute noch, da bin ich regelmäßig, gehöre sozusagen zum Stammpersonal. Prima, klasse, einfach klasse. Hallo, ich bin Andrea Titscherlein und ich freue mich, dass ich heute hier bei dieser Online-Ausstellung dabei sein darf. Was ist die Inspiration zu meiner Malerei? Ich denke, das Leben selbst. Von der Natur bis zu den Schwingungen der Menschen, all das kann für mich zu einer Idee oder zu einem Thema führen. Und so vielseitig wie das Leben selbst, so unterschiedlich sind dabei auch meine Bilder. Aber eins haben alle gemeinsam. Das Leben gibt und nimmt und hinterlässt seine Spuren. Und genauso lasse ich Spuren auf der Leinwand, die dann zu einem Bild werden. Ich nutze dazu ganz unterschiedliche Techniken und Materialien. Aber wer noch etwas mehr darüber wissen möchte, schaut in das Infoblatt. Dort gebe ich weitere Informationen. Und jetzt viel Spaß bei der Ausstellung. Danke. Tschüss. Hallo, ich bin Ruth Weitzel. Und das ist mein Atelier. Mein künstlerischer Prozess entwickelt sich als Auseinandersetzung auf vorgefundene Bilder und Symbolwelten. Ich sample Teile eigener Bilder und nehme natürlich auch gesellschaftliche Erfahrungen auf. So entstehen Darstellungsinhalte, die Serien ergeben, oft. Ich experimentiere mit Formaten, sodass Wand- und Rauminstallationen oder auch dreidimensionale Objekte entstehen. Ich nutze unterschiedliche Materialien, und ich liebe es, meine Farben mit Pigmenten selbst anzurühren. Mein Darstellungsmodus ist eher einfach und verdichtet. Die Figuren und Objekte oft krude, der Pinselstrich spontan und sorglos. Ich bin autodidaktische Künstlerin und habe von anderen gelernt, durch Ausstellungen, Workshops und natürlich selbstorganisierte Kunstprojekte. Hallo, mein Name ist Angela Lindenlauf. Ich habe mich der freien abstrakten Malerei verschrieben, damit ich meine Farblust ausleben kann. In meinen Bildern finden sich oft Zeichen, Schriften und Symbole, weil sie für mich etwas Magisches haben. Vorrangig lasse ich mich inspirieren durch Wolken- und Wasserformationen und daraus entstehen dann abstrakte, imaginäre Landschaften mit viel Freiraum für individuelle Assoziation und Interpretation. Viel Spaß bei der Ausstellung!
schöpferische Kraft hole ich mir aus der Natur. Von dem Gestalten. Mit dem Gestalten von naturnahen Gärten finde ich den Ausgleich zwischen der abstrakten und der realen Welt. Mein Motto für beide Arbeitsbereiche: Just do it. Die stetige Veränderung ist das Ergebnis. Mein Name ist Katrin Broden, ich komme aus Ratingen, lebe aber schon seit einigen Jahren in Hennef am Rande von Köln, wo ich auch mein Atelier habe. Mit meinen Fotoarbeiten will ich euch mitnehmen an geheimnisvolle, verlassene Orte. In der Region hier sind das vor allem alte Industrieruinen und Fabrikanlagen. Vielmehr interessieren mich aber verlassene Schlösser und Herrenhäuser, die man hauptsächlich in Belgien und Luxemburg findet. Ich möchte nicht nur die Atmosphäre hier einfangen, sondern vor allem auch ein Stück Zeitgeschichte festhalten und euch zurückversetzen in die Vergangenheit. Und das geht eben am besten in Gebäuden, wo man noch Reste von Einrichtungsgegenständen findet, die einem natürlich noch viel mehr die vergangene Zeit und das Leben der ehemaligen Bewohner näher bringen. In den Bildern dieser Ausstellung zeige ich euch eine experimentellere Richtung meiner Arbeit, indem ich Fotos von Gebäuden mit fotografischen Strukturen und Farbflächen kombiniere und so einen eher malerischen Eindruck erzeuge. Wenn ihr Lust habt, mehr zu sehen, schaut gerne auf meiner Website vorbei oder auf Instagram, da findet ihr mich auch. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Mali Gnader. Ich wohne in Meerbusch und bin Autodidakt. Hauptsächlich male ich in Acryl, am meisten Menschen, die ihre Geschichten erzählen, nicht diktiert von Schönheit. In vielen Jahren habe ich Unterricht genommen bei namhaften Künstlern, um zu lernen, mich malerisch auszudrücken. Nun erfreuen Sie sich mit mir an meinen Bildern. Oh, hallo Ute Faber! Willkommen, liebe Gäste, liebe Kunstfreunde, hier bei mir im Atelier in Berlin. Ute Faber, ich zeige euch hier eine Auswahl meines Schaffens. Es gibt die Holzschnitte, die Kleinskulpturen, die Malerei, wo ich seit sehr vielen Jahren diese Hauptserien weiterentwickelt, die Erdflecken, Umgebungen, Orte, die Welt transformiert oder auch ein bisschen abstrahiert, von oben betrachtet, und die Family Affairs, Beziehungsgeflechte in ihren Veränderungen, in ihren Strukturen und immer in Progress, wie man so schön sagt. Kleiner, noch hier möchte ich auch noch darauf hinweisen, meine Schuhskulpturen, die ich seit über 25 Jahren arbeite, nämlich Schuhe des Laufzwecks enthoben und dann zu Skulpturen in ihrer eigenen Geschichte transformiert. Ich freue mich, Vernissage dabei sein, ich freue mich aber auch über Rückmeldungen und wünsche euch in dem Sinne einen schönen Abend in und mit der Kunst. Herzliche Grüße. Gut. Mein Name ist Peter Schmitz. Ich bin Maler und ich finde, die Kunst soll inspirieren. Ich male Acrylgemälde. Für diese Ausstellung habe ich zwei Acrylgemälde ausgewählt. Ich wünsche damit viel Vergnügen. Ja, hallo. Mein Name ist Alice Dubois und es fällt mir wirklich sehr schwer, mich jetzt hier zu äußern. Wenn ich ein Bild male, dann habe ich das Gefühl, als malte ich es gar nicht. Ich bin nur ausführende Kraft. Also ich habe sozusagen eine Materialkunde betrieben und bin in der Lage, gewisse Effekte zu erzielen. Und irgendwas in mir sagt mir genau, was ich tun muss. Und das hat aber nichts mit dem Kopf zu tun. Das kommt von irgendwo ganz, ganz tief innen.
Und ich walke und matsche so herum auf meinen Holzbrettern und worauf immer ich male, dass ich abends manchmal richtig Muskelkater habe, weil es so auch so körperlich anstrengend ist, die Materialien so ineinander zu arbeiten. Und irgendwann kommt so ein Punkt, wo ich weiß, so, jetzt ist es fertig, jetzt machst du gar nichts mehr, sonst kippt es und ist kaputt. Und dann stehe ich davor und bin jedes Mal fasziniert und angetan vom Ergebnis. Es gibt natürlich auch Bilder, die ich wegwerfe oder übermale. Aber in der Regel ist es dann irgendwann fertig, es ist eine eigene Persönlichkeit und es gibt mir unglaublich viel Kraft. Es hat sowas von, als würde man Haustiere züchten und hat so lebendige Lebewesen, die dann so Teil des eigenen Lebens werden. Ich kann mich auch schlecht von meinen Bildern trennen und am liebsten hätte ich einen riesigen Raum, in dem sie alle hängen und ich sie mir Tag und Nacht angucken kann. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich hoffe, das reicht. Viel Spaß in der Ausstellung und tschüss zusammen. So, das war sie jetzt, die offizielle Einführung in die virtuelle Ausstellung. Ich denke, Sie haben jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen von den Künstlern und deren Arbeiten. Und wenn Sie jetzt Lust auf mehr haben, dann nehmen Sie doch an unserer Live-Schaltung teil. Die folgt direkt im Anschluss um 19.30 Uhr. Wir werden auch dabei sein. Tschö. Ha ha ha.